Hallo lieber Widder, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal. Mein Name ist Tina und um was geht es hier in diesem Video für dich? Es geht um die letzten 2 Monate des Jahres, November und Dezember. Und ich mag mir da für dich mal anschauen, was da noch für Ereignisse kommen, Botschaften kommen, Energien auf dich zukommen. All das, was ich sehe, was ich empfange, was ich empfinde, werde ich dir mitteilen für diese letzten beiden Monate. Ich werde mit den Lenormand-Karten hier dem Floralis-Deck, das ist das, jeweils eine kurze Legung machen für November und dann eben halt auch für Dezember. Und vorab werde ich ein Krafttier dir an die Seite stellen für den jeweiligen Monat und habe noch 2 weitere Orakeldecks mitgebracht, die dir als Botschaft und als Unterstützung dienen dürfen, sollen, können, hoffe ich. Widder, geht um Sonnenzeichen Widder, Aszendent Widder oder wenn sich dein Mond im Zeichen Widder befindet. Ich denke mal, ich habe soweit alles gesagt. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehst. Und alles Weitere bei der Legung. Ich starte da mal durch. Und zwar mit deinem Krafttier für den November. Ich werde dir da auch aus dem Booklet vorlesen. Das ist übrigens das Deck hier. Und ja, ich werde dir mal sagen, was das Krafttier hier sagen möchte. Für den November erstmal jetzt. 2 Stück wollen sich da zeigen. Okay, jetzt schon mal eine längere Vorlesung. Da haben wir einmal die Eidechse mit der Regeneration und der Frosch mit der Heilung. Ja, okay. Ich stelle das mal hier so hin. Fangen wir mal an mit der Eidechse. Wo bist du denn? Da. Eidechse. Regeneration. Wenn die Eidechse erscheint, bringt sie die einzigartige Kraft, dich zu regenerieren, zu erneuern und zu heilen. Ah, deswegen hast du auch nochmal hier die Unterstützung vom Frosch. Alte Wunden können heilen, seelische Verletzungen Frieden finden. Die Kraft erneuert sich und kehrt zurück. Eine besondere Segnung kündet sich an. Lasse geschehen. Ja, das ist manchmal nicht so einfach, ne, mit dem Lasse geschehen. Je nach Verletzungen und alte Wunden, die sich danach zeigen wollen, na, kann das auch nochmal schmerzhaft werden für dich, lieber Widder. Aber hier im Fokus steht eben halt wirklich das Heilen. Und das ist natürlich dann super. Man könnte so salopp sagen, dann bist du durch mit einem Thema. Na? Mal sehen, was der Frosch noch sagt. Der für mich sagt das schon so, der unterstützt eben halt hier die Eidechse und vor allem ja mit der Eidechse, mit seiner Botschaft und deinem Heilungsprozess. Ne? Also der Frosch. Der Heiler in dir erwacht. Alte emotionale Verletzungen, ich muss nur lachen, weil sich das dupliziert, ne? Nicht weil da es um alte Verletzungen geht. Alte emotionale Verletzungen können jetzt heilen. Du meisterst schwierige Situationen, die dir zudem fruchtbare Erkenntnisse bringen. Durch den Blick in den Spiegel kannst du deine Möglichkeiten erkennen und auch, wie sich die Kräfte, welche dir zur Verfügung stehen, zum Wohle aller und zur Wandlung einsetzen lassen. Wunder geschehen. Also mir kommt wirklich schon hier so rüber, gib nicht auf. Kopf hoch, ja, du bist eine starke Persönlichkeit, du schaffst das, du bist jetzt in einem tiefen Heilungsprozess und stell dir eben halt mal vor, du hast jetzt hier eine Schnittwunde, sage ich jetzt mal, ja. Je nachdem, wie tief diese Schnittwunde ist, braucht es eben halt seinen Heilungsprozess und es verursacht natürlich Schmerzen, ne? Und das braucht eben halt so seine Zeit. Aber du weißt eben halt auch, dass diese Schnittwunde wieder heilt. Ja, das sei schon mal so vorab gesagt. Ja, okay, ich schiebe die mal so zusammen, weil da gleich noch mehrere zukommen.
Ich starte dann jetzt durch im Einzelnen mit den Lenormand-Karten, was ich denn da jetzt heilen möchte. Ne? Also was können wir hier nochmal Näheres für dich erfahren, lieber wieder? Was denn da bei dir da kommen kann im November? Stocken ein bisschen beim Mischen. Ja. So ein bisschen laufen sie nicht rund. Also, schön. Das Herz, das Kind. Die Sense, da haben wir die Verletzung. Das Haus, der Turm. Die Eulen. Die Wolken, der Mond und die Blumen. Und unterm Deck haben wir das Buch. Das Ganze ist jetzt hier für dich ein Lernprozess. Etwas ist hier schon für dich eröffnet. Ja, das Buch in diesem Deck ist geöffnet. Ja, du hast also auch Wissen dir schon angeeignet, quasi sinnbildlich gesehen, kannst du darin nachlesen und daraus schöpfen, aus deinem Wissen, aus deinen Erfahrungen. Und ja, aus deinem ganzen Fundus, was du dir eben halt schon über Erkenntnisse, auch über Verletzungen, ne, gerade halt auch über Verletzungen, erfährt man Erkenntnis. Und das kannst du dir alles an deine Seite stellen und ist für dich hilfreich. Ja, hier sehe ich tatsächlich nicht für dich so unter dem Motto, ja, ich weiß aber nicht, wie es angehen soll. Ja, das Buch ist hier auf, doch. Lies nach, könnte man glatt sagen. Lies in dir nach und reflektiere, schau ins Innere. Da steht quasi alles für dich geschrieben. Ja, aufgeschrieben. Also, ich hatte ja mit dem Herz angefangen, Kind, die Sense und das Haus. Habe ich sofort den Impuls erhalten, ja, dass es hier um die Herzenergie geht, um die Selbstliebe geht. Also es geht ja immer um dich, aber eben halt jetzt ganz stark um dich. Und um das Thema, hier sehe ich ganz deutlich ein Kindheitsthema. Da werden die Verletzungen drin verbunden sein. Ja? Hier ist eben halt die Sense mit dem Haus. Es ist ja ein Familienthema. Und daraus resultieren eben halt deine Verletzungen. Ja, das nehme ich hier ganz stark wahr. Anders gesagt, hier kommt also das nochmal, erstmal muss ich da nochmal woanders hin. Wäre ich noch gerade woanders hingeführt. Und zwar hier zu den Eulen. Ja, und das geht jetzt hier in größere Veränderungen tatsächlich in Umbrüchen, ja, durch diese Herzheilung, die eben halt ist, ja, du grenzt dich eben halt jetzt tatsächlich hier von diesen familiären Themen, Kindheitsthemen eben halt auch ab, du kontrollierst dich, gehst in Selbstverantwortung und möchtest letztendlich halt auch neu durchstarten. Denn es ist so, das ist schon eine recht heftige Kombination mit dem, die Sense mit dem Haus. Man stelle sich das mal bildlich vor, da schlägt die Sense ins Haus. Ja, das ist halt auch so dein Zuhause, dein Körper. Das ist, da geht's um innen und um außen. Ja, hier wird einem wie so der Boden unter den Füßen weggezogen, sagt man halt auch mit dieser Kombination. Da geht es halt auch um Vertrauensbrüche. Ja, also es ist schon eben halt was recht Heftiges und man könnte sagen, diese Verletzungen auch, wenn ich das mal weiterhin bildlich sehe, die stecken eben halt hier in diesem Haus und die möchten eben halt erlöst und verändert sich von getrennt, darf man sich von trennen, ja. Hier ist ja auch noch die Ernteseite der Sense und die zeigt eben halt auch hier zum Kind und das freut mich eben halt hier für dich, lieber Widder, weil da, wenn du hier wirklich einen Cut setzt, der nicht so leicht scheint, ja, weil wer macht das schon gerne, hier so ein Bruch mit der Familie, ja, du erntest aber dadurch eben halt für dich einen Neubeginn und kommst eben halt hier wesentlich dir näher an und hier haben wir halt auch die Blume mit der Verbesserung, mit der Heilung eben halt auch liegen.
Ja, es ist natürlich kein einfaches Unterfangen, sage ich nochmal, weil stell es dir bildlich vor, die Sense schlägt so ins Haus ein. Ne? Das ist wirklich, das ist so ein Zusammenbruch. Ne? Aber der wahrscheinlich wirklich der sehr wahrscheinlich notwendig ist. Und ich sehe überwiegend hier letztendlich positive Ergebnisse für dich. Auch wenn sich das noch nicht so für dich anfühlt, weil gehe ich hier weiter mal in die Legung, haben wir hier den Turm, die Wolken, dann haben wir den Mond noch dabei. Hier ist auch die Eulen, ne? Nicht nur mit der größeren Veränderung, sondern der Kummer, die Sorge, ja, Zweifel sind da. Soll ich wirklich hier diese Sense, soll ich mich da auch durchsetzen, soll ich mich da durchringen, etwas da zu tun, was dann auch für mich letztendlich sehr einschneidend ist. Aber hier, diese Linie, ja, das Kind, das Herz und die Blumen, das dürfte dir den Auftrieb geben, etwas tatsächlich dann zu tun. Ja, das wird sehr wichtig eben halt für dich sein, ja. Ich sehe das hier noch, wie gesagt, mit sehr viel Emotion verbunden. Hier ist sowas von einer starken Unsicherheit, von starken großen Ängsten habe ich hier liegen. Aber ich sehe auch, dass du mit dem Turm gehst du erstmal in dich. Das ist auch gut so bei dieser Situation, ja? Du gehst erstmal in dich, du ziehst dich ein Stück weit zurück, um dir wahrscheinlich eben halt über diese Situation im Klaren zu werden, was mache ich und wie gehe ich da vor und ja, was resultiert da für mich raus? Ja, aber das Resultat daraus ist eben halt hier der Aufschwung, der Neubeginn. Ich kann letztendlich wirklich auf diese Linie hinweisen, die dir den Mut verleihen dürfte, neu zu beginnen. Und dir wird es dabei besser gehen, auch wenn dieser Schritt mit Sensehaus, ja, und auch hier wie so ein Alleingang ist, ja. Also etwas, was du also auf jeden Fall alleine durchziehen musst, wird dir, wie gesagt, schon eine ziemlich große Angst bereiten. Aber mit der Schlusskarte der Blumen, auch ein positives, sehr positives Ergebnis bringen. Viel Heilung liegt hier, wie die Krafttiere schon dir die Botschaft mitgegeben haben. Das Herz legt sich ja auch nicht umsonst zentral in die Mitte, sodass es tatsächlich eventuell halt auch um eine Liebe geht. Also ich habe ja hier gar keine Person dabei liegen, ich habe keine Beziehungskarte dabei liegen. Es kann aber sein, dass es eben halt auch um eine Liebe geht. Ja, aber ich nehme tatsächlich lieber wieder eher wahr die Liebe zu dir. Ja, die Liebe zu dir ist jetzt am allerwichtigsten im November. Du wirst spüren, wenn du den Schritt wagst und machst, ja, dass du dir ein ganzes Stück näher gekommen bist. Du wirst dich frei und unabhängig fühlen. Sagt mir natürlich im Umkehrschluss, wo bist du noch oder ja, wo bist du noch, wo bist du gefangen, woran hältst du fest, wo besteht irgendwo eine Abhängigkeit, ja, wenn es hier wie gesagt um Unabhängigkeiten geht und um Freiheit geht, dürfte die Situation eben halt bei dir sein, dass du an irgendetwas festhältst und nicht frei bist. Und die Karten sagen eben halt, oder die Legung sagt eben halt, hey, hier geht es um deine Freiheit, hier geht es um dich und um deinen persönlichen Neubeginn und Aufschwung und die Liebe zu dir. Und ja,
Genau. Ich habe jetzt gerade noch mal selber in mich hineingespürt und habe jetzt gerade noch mal so diese Bestätigung in diese Richtung nachgespürt. Ja, ich möchte jetzt auf jeden Fall hier das Universum schenkt dir alles noch befragen als Zusatzbotschaft. Was will sich da zeigen im November? Das darfst du da noch wissen. Also diese Legung, ja, lieber Widder, die ist so wie so 50-50, kann man sagen. Also 50% fühlt sich sehr gut an. Und 50% ist eben halt das, was nicht leicht ist, wo es mit Ängsten verbunden ist, ja. Wo es auch um eine Herausforderung geht, sich da eben halt auch hier durchzusetzen. Und du weißt wahrscheinlich halt auch, dass du hier jemanden aus dem familiären Bereich verletzen wirst. Ich habe aber das Gefühl, dass das aber dennoch, wie gesagt, sehr wichtig ist. Auch wenn du weißt, ja, ich verletze da jemanden. Aber jetzt scheint es eben halt wirklich darum zu gehen, an dich zu denken. Ja? Okay. Das Universum schenkt dir alles. Was mag das Universum dir denn alles schenken, lieber wieder? Da ist sie, vielen Dank. So. Das sind so deine Farben, ne? Orange und Rot, ne? Das passt zu dir. Meine größten spirituellen Veränderungen werden nicht durch Zwang, sondern durch Freiheit bewirkt. Lass das mal wirken. Meine größten spirituellen Veränderungen werden nicht durch Zwang, sondern durch Freiheit bewirkt. Du bist unfrei. Und wo, in welchem Bereich? Ich nehme an, im familiären Bereich, ja, in deinem häuslichen Bereich, bist du nicht frei. Du tust nicht das, was du gerne machen möchtest. Und da ist es jetzt an der Zeit, auch wenn das Kreuz jetzt hier gar nicht so mitmischt, aber hier ist es an der Zeit, jetzt zu handeln. Ist wohl ganz wichtig für dich, hier einen Cut zu setzen. Im Einklang mit dem Universum kommt jetzt noch eine weitere Botschaft für dich. Das sind die geistigen Gesetze verstehen und das eigene Glück manifestieren. Eine Botschaft bitte. Da ist sie. Ah, okay. Da haben wir die Vergebung. Das Prinzip der Vergebung besagt, Verzeihen wirkt Wunder. Vergib zuerst dir selbst, dann dem anderen. Vergib dir, dass du kritisiert hast, auch wenn du im Recht warst. Begegne deinem Gegenüber mit Liebe und du wirst sehen, dass er so handeln musste, damit du dich der Liebe öffnen kannst. Ich vergebe mir meine Unwissenheit und Selbstbezogenheit. Nie mehr will ich anderen schaden, sie beschuldigen oder gegen sie vorgehen. Ich suche auf mich selbst. Ach, ich suche. Komisch, dass ich das Wort Suche jetzt gelesen habe. Ich schaue auf mich selbst und hinterfrage, was mir die Situation sagen will. Einsicht wirkt befreiend und ich bin bereit, einsichtig zu sein. Super gute Botschaft. Spul noch mal zurück, hör dir die Botschaft hier noch mal an. Da steckt ganz viel für dich drin, wie du jetzt im November vorgehen kannst. Vergebe dir, vergebe dem anderen. Der andere konnte auch nicht anders handeln, wie er gehandelt hat. Ja, und das ist aber auch bei dir so.
Ja, wenn du an etwas festgehalten hast, wo du irgendwo vielleicht auch schon wusstest, ich hätte das schon längst freigeben müssen, dann vergib auch dir. Für dich war es dann anscheinend nicht an der Zeit. Aber jetzt scheint es an der Zeit zu sein, weil du wirst hier mit der Sense, wirst du wirklich gedrängt. Ja, die Sense, die piekst und die sagt, mach, mach. Ja, es ist jetzt notwendig. Hier möchte Transformationsprozess stattfinden, wie jetzt bei ganz vielen im Übrigen. Ja, die Widder haben es im Allgemeinen jetzt gerade nicht so leicht, da wir ja halt auch starke Energien in diese Richtung haben. Also die Sonnenfinsternis hat ja in der Waage stattgefunden und diese Energie wirkt noch. Ja, ich weiß, Waage, du bist Widder, aber der Waage gegenüber steht der Widder. Also da besteht eben halt eine Verbindung zu ich und du, ja. Und deswegen spürst du die Energie halt auch noch mal besonders stark, ja. Mal sehen, wie sich jetzt hier dein Dezember zeigen wird. Da was vom November überschwappt und wenn ja, in welcher Form, was darf ich dann noch für dich mit auf den Weg geben? Ich starte wieder mit dem Krafttier. Für den Dezember. Eieiei, das ist aber entschieden zu viel. Ja, die sind unheimlich unruhig, die Karten bei dir, lieber Widder. Ja, wunderbar. Das beginnt schon mal super. Schmetterling, Metamorphose. Also, von der Raupe zum Schmetterling. Das ist gut. Ich habe das Gefühl hier bei dieser Karte, du wirst dich im November durchringen, diese Sense in die Hand zu nehmen. Ich lese dir mal vor, was der Schmetterling dir mit auf den Weg geben möchte. Eine notwendige Wandlung steht bevor. Du erfährst jetzt Entwicklung in allen Bereichen deines Seins. Die Veränderung wird glücklich verlaufen. Sie wird dir Harmonie, Ausgleich und eine neue Stabilität bringen. Sie wird dich bereichern, deinen Horizont erweitern und dich innerlich wachsen lassen. Gib dich dieser Wandlung vertrauensvoll hin. Ja, das sind anscheinend wirklich nochmal ganz, ganz zwei wichtige Monate, November und Dezember. Ich habe noch nicht weitergelegt für den Dezember, aber alleine halt auch die Botschaft hier vom Schmetterling, die sagt mir, dass es ganz wichtig sein für dich, dass es ganz wichtig für dich sein wird, andersrum, in die Wandlung zu gehen. Du bist ein mutiges Tierkreiszeichen. Und letztendlich halt auch voranschreitendes, ein Pionier, ne, sagt man mit dem Widder. Und das scheint dann schon ein wirklich sehr, sehr schwieriger Schritt für dich zu sein. Aber bedenke halt auch, es ist auch ein sehr wichtiger Schritt. Die Sense, die in das Haus gestochen hat, ja. Und wo ich sagte, da wird so wie der Boden unter den Füßen weggezogen. Das kann halt auch für dich bedeuten. Das ist so sicherer Boden, geht dir da irgendwie verloren. Der aber eben halt, ich kann es nur noch mal wiederholen, für dich ganz wichtig ist und richtig ist, weil du hast jetzt keine Negativkarte geerntet, sondern hier lag das Kind mit der wunderbaren Linie in der Diagonalen, die da war. Ja? Nur noch mal so zur Erinnerung. So, ich schaue jetzt im Dezember im Einzelnen. Was will sich da zeigen? Ist da schon eine Besserung zu sehen? Also, du scheinst auf jeden Fall aus deinem Kokon herauszukommen und zum Schmetterling zu werden, zum wundervollen Schmetterling, der Flügel hat, der fliegen kann, der sich frei fühlt, ja? So. Dezember. Stocken immer noch. Das gibt es doch gar nicht. So, ich muss mal gucken. So rum. Da haben wir schon die Veränderung, den Wandel. Das Füchschen, Schiff, Schlüssel, Mäuse,
Das Buch will dich nochmal begleiten. Der Hund, die Wege, yippee-yay-yay und die Sonne zum Schluss. Und ich hatte es gerade schon gesehen, unterm Deck liegt jetzt das Herz. Also es geht immer noch hier um Liebe, um Wärme, um Verständnis, um Mitgefühl, ja, um Selbstliebe, um Wärme, ja. Also das Herz ist ja eine wunderbare Karte, die hier als Hauptenergie unter deinem Deck liegt, ja. Wie gesagt, du hast hier den Wandel schon hier in der Mitte liegen und die Veränderung. Und ich nehme aber auch nochmal hier mit dem Storch eben halt auch wahr, dass man sich jetzt dieser Situation anpassen darf. Also hier muss nicht etwas übers Knie gebrochen werden, zumal ich hier halt auch noch weiterhin dein Gefühl von Angst und Misstrauen und um so herumschleichen, um Vorsicht eben halt hier auch wahrnehme, ja. Aber hier liegt auch direkt sehr zentral für dich nochmals auch der Hinweis als Trost und als Mut machen. Die Mäuse mit Störche und dem Buch, ja. Und die Mäuse liegen so, dass sie dir mit auf den Weg geben wollen, ja. Gebe dich dem Wandel hin, gebe dich der Veränderung hin. Du hast das Wissen. Du hast das Wissen und alle Antworten schon in dir. Du kennst die Antworten schon. Mit dem Schlüssel und dem Buch, ja, ist nochmal ein weiterer Hinweis für dich, dass sich tatsächlich im Dezember nochmal etwas für dich erschließen wird, nochmal etwas Neues dazukommen wird. Man sagt halt auch letztendlich, hier wird nochmal ein Geheimnis geöffnet, ja, oder wird dir ein Geheimnis mitgeteilt, also etwas, wovon du noch nichts wusstest, wird dir eröffnet, ja, und das kann nochmal dazu führen, weil es das Buch auch von Prüfungen spricht, ja, nämlich die Prüfung für dich geht eben halt auch dahin. Lässt du dich quasi davon so sehr beeinflussen, von dem, was du jetzt noch zusätzlich erfährst, ja, ob du hier ins Misstrauen gehst, in Ängste gehst, ja, oder gehst du ins Vertrauen und dein vertrauensvoller Weg zum Erfolg, zum Glück hin. Das ist die Sonne am Ende des Jahres. Also hier möchte oder wirst du geprüft, von wegen, lasse ich mich da ins Boxhorn jagen? Lasse ich mich davon noch beeinflussen? Ich habe jetzt nochmal so eine Zusatzinfo bekommen im November, ja? Und gehe ich eben halt wieder oder gehe ich weiterhin in die Angst und ins Misstrauen und in die... Ja, warte mal, lass mich noch mal kurz nachspüren, weil ich wollte Vorsicht sagen, aber das passt ja gar nicht zu dir. Du bist ja letztendlich eine Energie, die ja sogar Abenteuer sucht, könnte man quasi sagen, ja. Aber dennoch scheint dich da irgendetwas zweifeln zu lassen, ja. Scheint ein großer Schritt für dich zu sein, diese Entscheidung, die hier getroffen wird. Oder diese Entscheidung, die getroffen werden muss oder soll, ja. Du wirst sowieso, sage ich jetzt mal, alle Sichtweisen von vorwärts, rückwärts, seitwärts ein beleuchten. Du wirst dir eben halt gut überlegen, welchen Samen du setzt. Du bist das erste Tierkreiszeichen und du bist das Tierkreiszeichen, was den Samen trägt,
Der Stier bringt es dann in die Erde und dann geht es so weiter und so fort. Ja, die Zwillinge verteilen das mit ihrer Luft und so weiter. Der Krebs bewässert das und so weiter und so fort. Ja, ich könnte jetzt noch weitermachen. Die Sonne vom Löwen, ja, lässt die ganze Energie eben halt den Samen wachsen und, und. Aber warum ich das jetzt wahrscheinlich auch so sage, ist eben halt, weil du es wissen sollst. Vielleicht ist dir das gar nicht bewusst, welchen starken oder welchen wichtigen Samen du in der Hand hältst und was daraus erfolgen will. Ich zeig's nochmal. Der Erfolg will kommen. Ja? Okay, ich muss mal eben, oh Gott, aufstehen. Sorry, da bin ich wieder. War vielleicht noch mal ein kurzer Augenblick für dich, um zu reflektieren schon und dann um schon mal nachzudenken und wie so deine nächsten Schritte vielleicht aussehen mögen, ja? Gut gefällt mir eben halt hier, dass du auch, du wirst eine bewusste Entscheidung treffen und zwar das im, halt im Dezember, ja? Du wirst ihm halt dir vertrauen, dir und dem Wandel halt auch vertrauen. Du wirst in die Veränderung gehen. Schlüsselstörche, Hund, ja. Und hier haben wir ja so einen Welpe, ne? Das heißt hier, das Vertrauen ist noch nicht so ganz stark da im Dezember, aber es wird wachsen, ja. Und es ist letztendlich immer so, das kenne ich aus eigener Erfahrung, das weiß ich aber halt auch, über die Spiritualität, dass wenn man einen Schritt wagt, dann sagt man eben halt so, dann wird man auch getragen. Weil für dich scheint ja hier, wie gesagt, etwas sehr wichtig zu sein. Und wenn du dann mutig den ersten Schritt getan hast, ja, dann wirst du auch getragen und unterstützt, ja. Du wirst sehen, man sieht es ja auch hier, Wege Sonne, der Weg wird frei für dich sein. In die Freude, in die Lebensfreude, ins Selbstbewusstsein, ins Bewusstsein. Du wirst am Ende des Jahres sagen, ach Gott sei Dank, habe ich diese Entscheidung getroffen, gut, dass ich es gemacht habe. Ja? Ich habe das Gefühl, mit Fuchs, dem Storch und der Sonne ist es so, dass du erstmal die Entscheidung, die Lösung findest, ja. Und aber spüren, bis es noch nicht im Dezember umsetzbar ist. Also das geht noch ins neue Jahr hinein. So kommt mir das hier rüber. Ja? Gut, schaue ich mal. Weitere Botschaften, was das Universum mir schenken möchte. Magst du mir keine Liebe? Doch, direkt zwei. So, da haben wir einmal, wenn ich mit dem Geist verbunden bin, dann empfinde ich eine Gewissheit, Stärke und Leichtigkeit, wie ich sie noch nie zuvor erlebt habe. Schau mal, da sind schon die Flügel, die dir wachsen werden oder die du wahrscheinlich schon hast, fliegen musst du selbst. Das passt auch nochmal sehr schön hier zum Schmetterling. Dann haben wir, wie schön. Allerdings, die Botschaft ist herausfordernd. Ich bin geduldig, weil ich weiß, dass mir das höchste Gut zuteil wird. Aber schau dir mal das an hier. Du wirst auch wahrscheinlich Unterstützung erfahren, ja, und wirklich hier, die Engel sind hier an deiner Seite und ich, das ist das, was ich meinte, du wirst dann getragen, wenn du mutig diesen Schritt gehst und es wird dann, und da auch das habe ich nicht umsonst gesagt, ich habe dir jetzt gesagt, sie vom Samen in den Boden kommt etc., ja, und das heißt, du musst dann schon schauen, wie sich dein Same eben halt entwickelt, ja.
Und dazu braucht es eben halt Geduld. Ja, es muss ja dann auch gehegt und gepflegt werden, sodass der Same dann eben halt auch sich entfalten kann, ja. Ich musste ja nur schmunzeln, mit der Geduld ist es ja nicht so weit, ne, bei dir. Aber genau da, wo es schwierig wird, da ist auch der Weg, sagt man häufig. Aber ich mache mir da letztendlich gar keine großen Gedanken. Du hast hier den Erfolg schon liegen. Und der Schlüssel ist übrigens auch ein Erfolg. Ne? Einzig ist eben halt, dass das Schiff eben halt auf den Fuchs zu steuert. Ja, und da ist ihm halt so, dass so dieses, ich bin doch noch misstrauisch, ich weiß nicht, gerade wenn man hier nochmal die Zusatzinfo erhält, ja. Aber wie gesagt, sei sicher, du wirst die Entscheidung treffen und wird sich eh erst im nächsten Jahr dann die Situation entwickeln, ja. Du möchtest es aber hier heute doppelt haben, ne? So, da haben wir einmal die Schwingung. Das Prinzip der Schwingung besagt, dass alles in Bewegung ist. Nichts steht still. Energie ist immer in Bewegung und alles ist Energie, auch du. Das Leben mit all seinen Inhalten und Vorkommnissen ist Schwingung pur. Kannst du sie spüren? Wer das Gesetz der Schwingung beherrscht, meistert auch das Leben. Ich gehe spielerisch und leicht durch den Alltag und nutze mein Potenzial. Ich schwinge mich mit dem Leben empor, das lebenswert, einzigartig und freudvoll ist. Ja, das will dir auch die Sonne sagen, dass es freudvoll ist. Dann haben wir hier den Überfluss. Das Prinzip vom Überfluss besagt, dass alles in Hülle und Fülle vorhanden ist. Das Leben hat so viel zu bieten. Verursache Überfluss, indem du selbst im Fluss bist und mit dem Strom des Lebens schwimmst. Öffne alle Schleusen, denn du allein entscheidest, wie viel zu dir fließt. Ich bin Fülle. Ich fließe mit dem Leben und nehme voller Dankbarkeit entgegen, was mir zusteht und mich beglücken will. Ich stoße nichts zurück, lehne nichts ab und gehe mit offenen Augen durch die Welt. Was zu mir kommt, ist gut. Ich erlaube, dass alles sein darf. Ist auch so ein Annehmen, ne? Ja, lieber Widder, ich wünsche dir gutes, gutes Gelingen. Gehe in dich. Freue dich letztendlich auf das, was kommen will, denn es will sehr Gutes kommen. Du musst da anscheinend nochmal so durch so ein Tal durch. Ja, und dann ist irgendwie der Weg für dich frei. Ja, das wünsche ich dir eben halt viel Kraft und gutes Gelingen. Dann möchte ich mich noch ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Treue für dieses Jahr. Und auch an alle neuen Abonnenten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Abonnieren. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr auch hier wiedersehen. Und ich sage bis dahin alles Liebe und Gute, die Tina.